bist, weil das könnte deinen Magen verderben vielleicht. So, die Kartoffel, ihr seht, kochen noch nicht, aber gleich soweit für die erste Fuhre. Dann werden die abgeschüttet und dann werden die Zeige vorher gemacht. So, den Salat nochmal auf diesen Tisch da. Der muss eh nochmal rumgerührt werden. Und jetzt trinke ich wieder meinen Tee hin, wie ihr wisst. Der Tee ist sehr gut, lecker, schöner Schwarztee. Trinke ich sehr gerne, kann ich auch empfehlen. Und dann machen wir jetzt mal gerade mal hier weiter. Damit wir hier Platz kriegen. Und so läuft das halt, wenn man kocht und sowas. Also, das ist mein Leistungsschaltungsmittag gleich, muss man sagen. Heute mit Kartoffeln, ich bin Nudeln, weil es wurde mal so gewünscht. Also, der, wo zu mir kommt, der das gewünscht hat, wird das mal machen. Und dann wäre das auch, geht das auch okay. Weil wenn ich die Zeit koche, kann ich mir eh die Herz dran und morgen habe ich eh wieder die müssen. Da ist es ja auch nicht so dramatisch gut. Da geht das ja. Brauchst du keine Gedanken machen. Und so, den Teller, den brauchen wir ja später auch. Dann holen wir auch mal den anderen Teller raus. Alles schon mal vorbereiten. Und dann machen wir mal weiter das Küche noch ganz sauber. Dann müssen wir dann das auch wegräumen. Ja, brauchen wir das nämlich nicht mehr. So. So, dann machen wir das mal so und auch da rein. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Ich habe nämlich extra mal nochmal so eine Brotdose geholt sozusagen, damit ich dann da zum Beispiel dann, weil ja Samstag auch Lokschuppenfest ist. Da will ich ja auch mal was essen mitnehmen. Und dann nehme ich euch natürlich auch mit. Da könnt ihr mal Dampfwachs berundern. Und heute probiere ich halt mal aus zu kochen und sowas. Also kochen tue ich auch abends so gerne. Und will ich euch halt mal zeigen, wie das halt so funktioniert. So, jetzt gucken wir nochmal da rein. Die Kartoffeln kochen schon. Und warten mal noch so 2 Minuten, dann tun wir sie, wie gesagt, abschütten und in Kaltwasser. So, das Hackfleisch wird langsam, ihr seht, schön durch, aber Deckel wieder drauf, weil ich mag das gerne so ein bisschen flüssiger, andere mag das vielleicht ein bisschen anders, aber bei mir soll es ein bisschen flüssiger sein. Und da haben wir ja schon mal vorbereitet, da soll ja 0,4 Wasser rein, immer halt 2 Tassen. Eine Tasse hat 0,2. Deswegen weiß ich das und mach es dann da rein. So geht das halt, ja. So kann man mal nachputzen. Längstes Taschentuch der Welt, wie immer. So, da die Kartoffeln jetzt schon kochen. Ich muss jetzt halt mal Wasser laufen lassen, weil sonst gibt es Gardellen und das tut denen nicht gut. Ich mache jetzt den Deckel runter und zeige euch schon mal, wie sie kochen. Und dann kommt es da rein. Ich muss euch aber leider mal kurz wieder hinstellen. Könnt ihr da mal mitgucken? Finde ich auch gut. Wie ihr seht, hier ist das Wasser. Da rein. So. Was wichtig ist, rausmachen. Kurz davon so lassen. Dann kommt das hier wieder rein. Dann habe ich die Kartoffeln jetzt hier drin, wie ihr so seht. Und dann kann das Wasser laufen lassen. Weil es war eben heiß. Und jetzt kommt da kaltes Wasser rein, wenn es richtig kalt ist. Und dann koche ich die nochmal. Und dann lasse ich die, bis sie ein bisschen gut sind.
und dann dürft ihr das auch packen. So, Wasser ist kalt. Jetzt kommt das Wasser hier rein. Und somit macht es kalt die Hälfte raus. So, jetzt machst du es aus. Wichtig ist, damit es auch wieder schnell geht, Deckel drauf und spart auch Energie. So, ich denke mal, dass wir gleich da Wasser reinmachen können. Und dann sind wir ja ziemlich pünktlich fast fertig. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie das mit dem Wasser hier geht. Wenn ich hier gucke nochmal, die sind schön durch. Kann man ja mal ganz kurz so vorne anbraten. Das versteht ihr ja. So. Und was machen wir jetzt damit? Jetzt machen wir das Wasser rein. Oder warten wir noch ein bisschen, weil ich will noch ein bisschen Knusprig haben. Dann schmeckt es nämlich noch ein bisschen besser. Können wir ja machen. Das ist kein Problem. Und deswegen lasse ich jetzt mal den Deckel ein bisschen ab. Mach schon mal hier auf. Und dann sehen wir mal, was wir weitermachen. Ne? So. Es riecht lecker. Natürlich lecker steht daran. Oder natürlich bewusst. Von Maggi. Und was ist da drin? 39% Tomaten, Gewürze, Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Pfeffer, Meersalz. 7,9%, das ist ein bisschen viel, finde ich nicht gut. Zwiebelstücke ist okay. Maisstärke, Zucker ist auch nicht so gut. Reismilch, Kräuter, Oregano, Rosmarin, Thymian, Lorbeer. Das ist alles okay. Öl, naja, gut. Ist ja da in Hackfleisch sowieso drin. Hätte man auch nicht so ungefähr gebraucht. Also drei Sachen hätte ich draußen gelassen. Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, was ihr dazu meint. Und ja, jetzt haben wir hier, ich denke mal, dass wir jetzt mal das reinmachen. Ich denke mal, wir machen das jetzt rein, damit ihr auch seht, wie das funktioniert. Nehme ich diese Tasse, schütte das erstmal hier rein, hole nochmal eine Tasse und fülle die mit Wasser. So, jetzt habe ich die mit Wasser gefüllt und schütte das nochmal hier rein. Das sind dann 0,4. Also meistens mache ich das auch immer. Was steht denn da dran, wie viel da reinkommt? Das steht, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich denke mal, ich mache es immer so um die Portion. Jetzt fülle ich das hier rein und dann schnell rumrühren. Natürlich starten, sonst gibt es Klumpen. Und dann immer schön rühren erstmal am Anfang. Gut, die Kartoffeln waren noch ein bisschen, aber die lassen auch noch ein bisschen drauf. Und dann bleibt auch nichts kalt. Besonders der Salat, der ist sowieso kalt. So. Wie ihr hier seht. So, dann machen wir das alles mal ins Wasser rein, was hier am Rand ist. Soll ja mitkochen. Die Zwiebeln und sowas. So, machen Deckel drauf. Dann kann man, denke ich, schon 10 Minuten essen. Also wenn die Kartoffeln durch sind. Das kühle ich jetzt. Ja, dann trage ich hier nochmal einen Schnicki-Tee. Ah, der ist gut. Also, ich bin halt ein viel Teetrinker. Das da ist Müll, ist klar. Das machen wir dann noch weg. So, jetzt haben wir jetzt nochmal Kirscheln. Dann auch nochmal. Jo. So sieht das halt aus. Und das ist der Salat. Tellerchen da drauf. Da haben wir auch schon mal Löffelchen nehmen. Kann man schon mal, ich nehme meinen Löffel. Also. So geht das. So. Und das ist halt wunderbar. Gut, dann verabschiede ich mich heute mal.
Bis zum nächsten Mal. Euer Power Guy. Ciao, ciao.